Hallo, ich bin Jani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich länger verfolgen. Schön, dass du da eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch im Video ein paar Limited Edition, mit denen ich mich schminke, die ich mir gegönnt habe, die ich mir gekauft habe. Ne? Es kam ja jetzt so viel raus. Revival Loves Me, Revival de Loop und Essence. Und jetzt zu Weihnachten haben sie alle rausgehauen. Catrice, ne? Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich alles geholt, sondern nur ein paar Produkte, die mich wirklich gereizt haben, die mir am meisten zugesagt haben. Ne? Genau. Da habe ich so ein bisschen so eine Mischung gemacht. Ne? Ja. Und manches bekommt man noch, manches nicht. Es kommt drauf an, in welcher Stadt du bist, wo du wohnst. Ne? Manche Sachen, ja, sind dann schon weg oder man guckt, dass man das vielleicht noch online bekommt. Keine Ahnung, ne? Ich habe mir ein bisschen was davon gekauft und manches habe ich mir bestellt. Aber das sage ich immer zu den Produkten. Und was so die Produkte kosten, die ich mir so gekauft habe, das blende ich euch mal ja ein, ne? Ja, und genau, das ist eine Sache, die ich hier mache, ne? Beautyboxen, Unboxings mache ich auch, meine Abo-Boxen. Ab und zu mal ein Schminki, ein Test-Schminki, so wie heute. Aufgebraucht, Adventskalender und Boxing, ne? Ja, würde ich mich freuen, wenn du dieses kleine, aber feine Kaninchen abonnierst, Glöckchen anmachst, nicht vergessen, ne? Dann informiert dich nämlich YouTube über ein Video von mir. Und sollte das nicht so funktionieren, dass YouTube dich informiert, der Haarreifen drückt heute, Leute. Ich bin auch bei Instagram. Da bin ich nur privat unterwegs und da lasse ich sofort meine Zuschauer und Abonnenten wissen, sobald ich ein Video hochgeladen habe. Dann fangen wir mal mit dem ersten Produkt an, ne? Was ich mir gekauft habe. Von Revival de Loop gab es eine neue LE. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Glossy Flames, ne? Heißt die neue LE. Genau. Und da habe ich mir zwei Produkte geholt. Unter anderem das erste ist das hier. Das habe ich mir halt kaufen können bei Rossmann, ne? Bei uns, genau. Und zwar sind hier nur 15 Milliliter drin, das reicht vollkommen zu. Der glättende und korrigierende Blurry Make-up Primer gleicht Unebenheiten optisch aus. Die Textur sorgt für einen ebenmäßigen strahlenden Ton, für ein verlängertes Haltbarkeit des Make-ups, ne? Genau, einmal so ein Blurry Make-up Primer. Ich bin gespannt, wie der macht. Ist nicht viel drin, reicht zu, ne? 15 Milliliter reicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, was das hier machen soll, ne? Wo das hier rauskommt. Das finde ich ja richtig interessant. Gucken wir mal. Ich glaube, das muss man hier so rausdrücken. Dauert natürlich ein bisschen. Oha, der sieht aber interessant aus. Okay, der Duft ist eher, so sieht's aus, ne? Also ich denke mal, der wird dann wohl doch eher mattierend sein. Er lässt sich wunderbar verteilen. Der Duft, muss ich sagen, ist jetzt nicht so angenehm. Finde ich jetzt nicht so schön. Und das ist so ein bisschen, das fühlt sich, wisst ihr, wie sich das anfühlt, so wie dieses Mousse-Make-up, ne? Von Magic Finish oder so fühlt sich das an. Ist so ein bisschen mousig gerade gewesen. Ja, und ihr seht, matt, ne? Es ist kein Glowy Primer, der ist halt mattierend und ja, gut, ne? Okay, ja, ich mag ja mehr die Glowy Primer, ne? Die finde ich jetzt, aber ja, es ist jetzt auch nicht schlimm. Ich finde auch so das Packaging schön von der Gestaltung, ne? Mit dem Gold und Blau, gefällt mir richtig gut. Naja, aber hier die Haut fühlt sich so samtig an. Wisst ihr, wie ich meine? So, naja, ne? So wie es halt strahlenden Ton, naja, gut. Strahlenden Ton kann ich jetzt nicht sagen, ne? Wie ein matten Ton, ne? Und, boah, kann man auch bloß so lassen, wenn man das möchte, ne? Wenn man jetzt so bloß so ein bisschen. Aber ich mache natürlich jetzt ein bisschen Foundation drauf, genau. Hupala, mal so ein bisschen im Hintergrund innen, habt das nochmal so ein bisschen im Blick, ne? Und ja, mal gucken, wie das so mit der, mit der Foundation so agiert. Ne? Ihr seht, Pickel kriegt so. Naja, ist halt so, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Bis gleich. Ja, also ich muss sagen, hat sich sehr gut mit der Foundation vertragen, die ich aufgetragen habe. Also man sieht auch, ne, das hat sich schön, kann ich sagen, verteilt. Das hat sich nirgendwo was abgesetzt. Ne? Also
Hat sich gut mit der Foundation, ja. Also kann ich jetzt wirklich sagen, ne, manchmal hast du ja so Primer und Foundation, die nicht so funktionieren. Die tun sich, wo es sich dann stellenweise auch so ein bisschen absetzt im Gesicht, ne? So, dann habe ich was. Das fand ich so schön, hatten sie bei uns aber leider nicht mehr gehabt im Geschäft. Habe ich bestellt. Ja, habe ich bei Rossmann im Online-Shop bestellt. Von Revive Loves Me gibt es eine neue LE. Ich glaube, da gibt es noch eine LE. Oder gab es nicht zwei irgendwie bei Revive Loves Me? Auf jeden Fall habe ich mir die Catching Snowflakes. Oh, ist die schön, oder? Guckt mal. Die hat mir so gefallen. Es ist wirklich nur eine ganz kleine Palette. Hier war noch so eine Banderole drum. 6 Gramm sind hier drinne. 9 Eyeshadow-Farben in Matt und Glitzer für bezaubernden Festtagslook. Na, ja. Und so sieht sie aus. Na, dann haben wir noch Folie. Na, das sind die Farben. Na? Ja, ich zwar schon 10.000 Mal. Auch in anderen Paletten. Aber die hat mir so von allen die Paletten, die so rausgekommen sind, die neu rausgekommen sind, die ganzen Limited Editions, hat die mir tatsächlich mit am besten gefallen, ne? Weil es schon alleine so schön glitzert. Ja, die letzten Jahre war es immer ein bisschen größer. Leider ohne Spiegel. Dann machen wir uns hier einen Spiegel rein, ne? Ja, ich würde sagen, wir swatchen die jetzt mal schnell, ne? Und dann gucke ich, was für ein Look ich mir denn aufs Auge gebe, ne? Hier haben wir so einen Schimmerton, könnte man auch als Highlighter-Ton nehmen. Oh, hier der Glitzerton. Hier oben, ne? Der ist schon. Wow, guckt mal, der Glitzerton. Ich hätte mir Glitterglue drunter packen sollen, ne? Das sind die Farben, die erste Reihe, guckt mal, ne? Also, Natürlich wird das Glitzer mit verwendet, ne? Das sage ich euch jetzt schon. Dann gehen wir in die zweite Reihe mal rein. So und so und so. Der ist auch schön, ne? Der mittlere. So. Der mittlere ist auch schön, genau. Einmal so, ne? Und die untere Reihe. Ja gut, die Matttöne bräuchte ich euch jetzt eigentlich nicht zeigen, aber egal, wir machen es trotzdem. Ne, der ist schön aufs Lid geben als Unterlage oder zum Setten. Dann haben wir hier nochmal, oh, der ist auch schön, guckt mal, der so ein bisschen schimmlig aussieht, ne? Aber das sieht ja nur so aus, ne? So. Oha, also ja, den in der Mitte müsste man sich vielleicht noch ein bisschen aufbauen, wenn man den sich so ein bisschen aufbaut. Ja, ne? Ja, na klar, die Farben kennt man alle schon. Na, aber trotzdem. Ich fand die so schön, so ansprechend. So Honey-Vibe, ne? So Glitzer, Bling, Bling. Ja, Sich voll dann natürlich meins. abschminkt, ne? Kriegt man natürlich das ganze Glitzer jetzt nicht so unbedingt so los. Gut, ich habe hier so Abschminktücher, die ich ja nur für Swatches nehme, ne? Aber ja, ne? Da muss man wieder aufpassen beim Abschminken, dass man sich dann wahrscheinlich wieder das ganze Glitzer im Gesicht verteilen wird. Naja, ist halt eben so. So, ich mache mir mal kurz Gedanken, welche Farben ich mir aufs Auge gebe. Ich würde mir erstmal den Ton hier, ne, der so ein bisschen so unscheinbar ist, den gebe ich mir erstmal so ein bisschen aufs gesamte Lid, ne? Man könnte eigentlich die Farbe so lassen und da macht man nur noch den Topper hier so hoch und schon würde es auch gehen, ne? Aber nee, das machen wir jetzt nicht. Wir wollen ja so viele Farben wie möglich austesten, ne? Jetzt mal in diesen lila Ton hier reingehen. Naja, ist lila, ne? Und den gebe ich mir so ein bisschen auf die harte Kante. Ja, vieles nicht zu sehen, ne? Die Revive Loves Me Paletten sind immer so ein bisschen, sprechen jetzt nicht so von super guter Qualität, ne? So viel kann man sagen. Und da muss man immer auch mehrmals mit dem Pinsel reingehen, um ein bisschen davon was abzukriegen, ne? Ein bisschen Pigment abzubekommen. Aber ja, mein, ne? Das kriegen wir schon alles hin. So, ihr Lieben, dann gehen wir. Ich würde in den Ton reingehen, der so ein bisschen schimmelig aussieht und den gebe ich mir aufs bewegliche Innenlid. Mal gucken, ob mit Pinsel oder mit dem kleinen Finger. Wir werden sehen. Oh, naja, krümelt ganz schön, muss ich sagen, ne? Oh ja, ne, so sieht's. Man kann das so lassen. Ich gehe nochmal mit dem kleinen Finger rein, mache ich nochmal ein bisschen intensiver.
tupfe ich mir so rauf. Ja, ne? Okay. Schon schöner Ton, kann man sagen, ne? Aber ich sehe irgendwie so krank aus, ne? Die Farbe jetzt so um die Augen so richtig ist jetzt nicht so richtig für mich, so glaube ich, die Farbe. Also ich meine hier das hier, ne? Der irgendwie furchtbar aus. Naja. Dann gehe ich jetzt hier in den, naja, kann man sagen, zart lila Tönchen rein, der so schimmert. Und da will ich mir so ein bisschen was auf die Mitte tupfen. Na, ganz zart. Ist ganz zart zu sehen, ne? Geh nochmal mit dem kleinen Finger rein. Ja. Boah, okay, ne? Also, ist jetzt nicht so doll, aber kann man auch mal so machen. Ja. Dann gehe ich jetzt mit dem, sauber machen hier, mit dem, da gehe ich gleich mit dem kleinen Finger rein, hier in den Glitzerton, ne? Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Der ist so gelig, das ist jetzt nicht so Puder. Oh, guck mal. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen viel Honey, aber. Ach, guck mal, aber dafür kriegt man schön. Kann es sich denn so als Topper aufs gesamte Lid dann auch geben? Ne? Das ist natürlich noch besser. Aber wir wollen ja so viele Farben wie möglich austesten. Guck mal, also man kann gleich mit dem kleinen Finger reingehen. Ne? Oder man nimmt so einen Applikator mit so einem Schwämmchen. Macht sich das auch gut, wenn man jetzt so unbedingt nicht immer so mit dem Finger so reinditschen möchte. Ich will noch ein bisschen. Was ist das hier raus so? Kann man sich ja vielleicht hier oben noch so ein bisschen was hingeben, so. Aber ja, ne? Also ich könnte mir vorstellen, das ganze Lid damit zu toppen, ist bestimmt auch schick, ne? Es ist schon eine schöne Farbe, das kann man so sagen. Ich werde jetzt oben die harte Kante noch mal so ein bisschen ausblenden und für die harte Kante würde ich, na, Leute. Oh, hier bin ich zu sehr hier oben rangekommen, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Würde ich den Ton nehmen hier, ne? Den hellen und dann machen wir. Gehen wir hier oben so lang. Ich mache jetzt, ich bin fast fertig mit der Palette. Ich mache jetzt, mir juckt's Ohr, Leute. Das juckt immer irgendwie, ne? Ja, mei. So, ich mache jetzt Concealer hoch und ich würde sagen, ich bin dann gleich wieder da. Ich glitzer hier überall. Das ist der pure Wahnsinn. So, ich bin wieder da. Es geht so langsam los, dass das Glitzer so runterrieselt, ne? Das fängt sich langsam an, so ein bisschen im Gesicht zu verteilen. Hab jetzt Concealer oben, Bronzer, aber nur, ja, sieht man nicht viel. Blush. So, ich bin mit der Palette noch nicht fertig. Ich ziehe mir jetzt eine untere Wasserlinie. Nun, ganz klassisch hier mit diesem braunen Ton. So, untere Wasserlinie ist gezogen. Ich werde mir das gleich nochmal ein bisschen mit einem Wattestäbchen besser wegmachen. Ne? Ein bisschen mal so, ein bisschen noch. Ne? Habe ich jetzt gerade hier nicht liegen, vergesse ich auch mal. Das ist wieder typisch. So, ich gehe jetzt nochmal in den Ton hier rein und da mache ich mir jetzt noch mal einen Inner Corner, ne? Einmal zack. Zacki bum. Bum zacki, so. ja auch. Ja. Dann bin ich fertig mit der Palette, ne? Ein bisschen viel kann man ja noch mal ein bisschen mit dem Wattestäbchen noch mal so, ne? Ja, wenn dann Mascara noch hoch, man sieht das natürlich noch, da ist ein bisschen besser aus, ne? Der Pony denn gestylt und gelegt. Ich stelle die mal hier so im Hintergrund mit hin, wenn sie so stehen bleibt. Die geht magnetisch. Hier ist nämlich so ein Magnet, habe ich gerade gemerkt. Seht ihr das? Hier ist so ein Huckel. Deswegen geht die nämlich so magnetisch zu. Ha, siehst du, ansonsten wäre es wahrscheinlich nie möglich. Ich will die aber so hinstellen. Ja, na, auch wie die glitzert. Ich mag's. Ich finde das so toll. So toll, so toll. So, was ich noch richtig toll fand und ich dachte,
Ich muss das haben, ich muss das euch zeigen. Und das war der letzte. Und zwar von Reval de Loup, ne? Zu der Reihe Flames, was ich da ja schon dem Primer habe, ne? Das hat mir so gefallen. Glazing Highlighter Pearls. Guckt mal. Schon die Verpackung ist auch schick. War nur noch der einzige, der da war. 11 Gramm. Ne? Glazing Highlighter Pearls in einzigartige Cremetextur mit lichtreflektierenden Schimmerperls. Pearls. Sorgt für einen strahlenden Glow. So. Mega. Ich bin gespannt, Leute. Guckt mal. Ey, der sieht wirklich. Das hat mir so gefallen. Ich dachte, das ist das, was du haben willst, ne? Das muss sein, weil sowas habe ich noch nicht in meiner Sammlung, ne? Also das ist echt spektakulär, sage ich euch. Ich swatch erstmal die ganze Geschichte. Ich werde mal alles so ein bisschen und das fühlt sich wirklich cremig an, ne? Das ist wirklich, oh, wow, Leute. Oh, hier hat sich schon eine Perle gelöst. Naja, irgendwann, ne, wird es sich denn zusammen, weil hier ist ja noch, ich weiß gar nicht, was hier der Untergrund ist. Das ist einfach nur so. Ey, kann gar nicht mehr aufhören hier drinnen. So toll. Gucken wir mal. Oh, guck mal. Also so sieht da denn aus, ne? Und der schimmert so, egal, in verschiedenen, bisschen in verschiedenen Farben. Hier ist ja Silber, Rosé und Gold mit drin, ne? Und je nachdem, wie man es so in Licht hält, schimmert der so ein bisschen in verschiedenen Farben, ne? Obwohl, noch momentan sieht es ganz goldig aus, ne? Der ist so ein bisschen... Kann man schon sagen, Roségold, ne? Ich verblende mal das Ganze, da sieht das, oh, guckt mal, da sieht das natürlich, oh, ich bin gespannt. Ich muss gucken, was ich für einen Pinsel jetzt nehme. Nehme ich den, den ich sonst immer genommen habe? Das ist mein Lieblingsprodukt, ne, von dem Ganzen. Also ich muss wirklich sagen, das gefällt mir, ich bin fasziniert davon, ihr merkt, ne, meine Begeisterung ist wirklich, wuh, so, ja, ich muss mal wieder Pinsel waschen, Leute. Das ist wirklich... Ich muss gucken, welcher Pinsel sich macht. Ich gehe jetzt mal hier in den hier rein von Spektrum. Ich muss gucken, wie ich am besten... Oder nimmt man irgendwas anderes? Oh, ja, die eine Perle löst sich hier immer. Ah, ja, das ist doof. Guckt mal, wenn man denn so mit dem Pinsel, ne? Die eine Perle ist locker hier. Warum bist du locker? So. Ich will alle Farben hier mit drauf haben. Natürlich sieht das dann nicht mehr ganz so schön aus, wenn man denn mit dem Pinsel drin war. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob der Pinsel jetzt wirklich dazu richtig gemacht ist. Oder ob man dazu vielleicht ein Schwämmchen bräuchte oder so. Aber ja, es geht auch. Oder man nimmt gleich die Finger. Oh, na, also der sieht dann halt... Und Leute, der riecht gut. Der hat einen Duft, aber ich kann euch nicht sagen, nach was es jetzt so riechen soll. Na, ich würde noch mal ein bisschen das so mit dem Finger so... Ich glaube, mit dem Finger macht sich das wirklich mit am besten. Aber man will ja auch nicht immer so im Gesicht mit dem Finger rumschmieren, ne? Guckt mal, ne? Wenn man jetzt so... Ja, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Es ist schon, na, man muss gucken, ne, dass man, ich habe mir schon was auf die T-Zone gegeben, man, das ist schon krass, ne, also der ist mehr Gold, wie jetzt Silber und Rosa mit drin ist, ne, aber so diese Creme hier so drin, also irgendwie, so sieht es jetzt aus, ja, war mal ein paar Mal mit dem Pinsel, aber wie gesagt, das habe ich wirklich so noch nicht, ob das jetzt wirklich so super praktisch ist, sei jetzt mal dahingestellt, ne, aber ihr seht, der Effekt ist da, ne. Man kann sich das ja auch so ein bisschen, ja, vielleicht mit unter die Foundation denn mischen, so stellenweise, dass man eine Foundation bloß so drüber gibt, ne? Könnte man rein theoretisch auch machen. So, ich verteile mir das nochmal mit den Fingern. Also, ich glaube, mit den Fingern macht sich das wirklich mit am besten, ne? Ja, man muss aufpassen, ne? Wenn man jetzt so Foundation drunter hatte, trägt man die sich natürlich dann so ein bisschen mit ab. Aber, so sieht da denn aus, ne? Die Seite sieht besser aus wie... Seht da besser hier auf der Seite. Das hat schon was. Mir gefällt das. Ich finde das so toll. Ich könnte noch mal reingehen und noch mal so richtig drinnen rum, so, ne? Herrlich. Irgendwie mag ich das. Das ist auch wirklich und auch sehr intensiv, finde ich, ne? Man hat jetzt so richtig schön so Glow, so ein bisschen. Ich mag ja so dieses Nass-Effekt so ein bisschen, ne?
Ja, finde ich toll. Also, mir gefällt das. Der ist auch nicht so dolle glitzerig. Gibt ja auch Highlighter, die richtig dolle glitzerig sind. Ich finde das so mega. Also, ich feiere das total. Ne? Ich mag es irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Ne? Irgendwie fand ich das cool. So, deswegen war der auch schon weg, weil viele das wahrscheinlich cool fanden. Ne? Weil so hat man das ja noch nie irgendwo gesehen. Weiß ich nicht. Ne? Dann wollte ich noch was haben. Das fand ich so niedlich. Aus der Essence, ne? Da gibt es ja auch so eine Christmas-Reihe. Das andere hat mich jetzt nicht so, ne? Da dachte ich so, nö, aber guckt mal. Ist das süß. Ja, das musste sein. Einfach nur so hinstellen auf die Kommode. Genau, Essence Mary X-Max. X-Mess, My Dear Glossy Lip Balm, habe ich mir beim Rossmann Online-Shop bestellt, zusammen halt mit der Lidschattenpalette. Ne? Nur die zwei Sachen habe ich bestellt. War ein bisschen blöd, aber ich wollte es haben. Ne? Ich musste es unbedingt haben. 5 Gramm haben wir hier nur drinne. Nur reicht zu, aber süß, oder? Es ist bloß ein Lippenbalsam. Ich mache jetzt einfach bloß mal, der Lippenbalsam sieht so aus. Ne? Der riecht auch jetzt nicht sonderlich super süß. Man kann einen kleinen Pinsel benutzen. Viele mögen das, war jetzt nicht so mit den Finger reinzugehen. Ich gehe jetzt mit dem Finger rein und dann kannst du dir das halt so. Der riecht so ein bisschen, der hat so einen Weihnachtsduft, wie so Pfefferkuchen, muss ich sagen. Aber guck mal. Aber ich finde, der macht einen schönen Effekt auf den Lippen. Also man sieht doch was. Ich finde den toll. Also ich könnte mir vorstellen, ja, das ist doof für unterwegs, mit den Finger so reinzugehen, ist blöd. Wenn man jetzt unterwegs ist, klar, ist das cool, du packst aus, die fragen alle, was hast du denn da? Und du sagst, oh, Lippenbalm und so. Ja, bist unterwegs, auf dem Weihnachtsmarkt hast schon alles angedutscht, keine Möglichkeit, so richtig Hände zu waschen. Und dann willst du halt, ist halt doof, ne? Wirklich nur für zu Hause was? Das macht schöne, volle Lippen, ne? Und das sieht schön dezent aus, schön glänzend. Und das riecht so gut. Das schmeckt. Na, schmecken will ich jetzt nicht sagen. Nee, schmecken würde ich jetzt. Nee, das war nicht. Aber der riecht wirklich gut. Der riecht wie so Pfefferkuchen. Ja? Finde ich So toll. eine Sache nehme ich tatsächlich auch. Gut, man braucht. Ich kann euch sagen, man braucht fast gar nicht immer unbedingt mehr diese Lippenbalms von Labello. Weil es gibt viele tolle Sachen, wie sowas hier. Was auch schon ein bisschen pflegend und schützend ist, ne? Das schützt auch draußen vor der Kälte. Deswegen sowas wie Labello oder Lippenpflegestift hole ich mir gar nicht mehr. Ich habe so viel andere Sachen da, wo sowas halt drin ist. Da gibt's noch so einen anderen, so einen Lippenstift mit so Glitter und der ist halt auch pflegend, ne? Den habe ich vom letzten Jahr noch da. Ich habe gedacht, dieses Jahr brauchst du dir den nicht nochmal holen und der ist immer in meiner Handtasche mit, ne? Für zwischendurch. Zum bisschen um die Lippen zu pflegen, ne? Ja, kann man mit dem auch machen, aber ich finde, der gehört einfach auf die Kommode. Einfach zu Hause mal zwischendurch was drauf machen auf die Lippen, ne? Oh, schön. Schön, das ist so niedlich, das wollte ich unbedingt haben. Was hast du Ich noch? würde sagen, oh, jetzt ist auf einmal das Licht heller. Das sieht doch gleich anders aus hier. Sieht gut aus. Doch, muss ich sagen. Gefällt mir, ne? Oh. Ich mache jetzt den Look fertig, ne? Haare stylen, Wimperntusche drauf und dann kommen wir zum Fazit. So, fertig. Ich bin wieder da. Haare gestylt, ne? Mascara oben. Ja, sieht natürlich gleich viel besser aus. Vollendet aus der Look, ne? Ja, sehr schön. Mir gefällt er. Ne? Ich finde es jetzt nicht zu viel. Ich finde es recht dezent heute. Ne? Also, das ist in Ordnung. Aber der Highlighter gefällt mir wirklich am besten. Also, der sieht wirklich top aus, ne? Ich kann es nicht anders sagen. Ja, Fazit. Der Primer, gut. Finde ich auch in Ordnung. Ne? Es muss ja nicht immer Glow sein. Ne? Das ist auch mal so ganz toll. Natürlich, die Lidschattenpalette ist natürlich auch mega. Ne? Die gefällt mir gut. Am besten gefällt mir natürlich der Highlighter. Ne? Der ist natürlich richtig toll. Der gefällt mir wirklich gut. Ich finde den mega. Und niedlich natürlich das mit dem Rentier. Jetzt passend zu Weihnachten. Ne? Finde ich auch super schön zum Verschenken. Wie gesagt, wenn ihr das nicht mehr so in den Geschäften bekommt, einfach mal so ein bisschen bei die Online-Shops gucken. Essence hat einen eigenen Online-Shop. Da kriegt ihr vielleicht das noch, ne? Mit dem Tierchen da, mit dem Riechen. Oder bei Rossmann, DM, Parfüm Dreams, Flaconi, Douglas hat ja auch.
Müsst ihr einfach mal gucken jetzt. Außer hier von Reweil, ne, das könnt ihr nur bei Rossmann halt im Onlineshop. Einfach mal gucken, ob es es da noch gibt. Essenz bekommt ihr auch bei Nutino. Nutino hat dann auch immer ziemlich viel noch da, ne? Einfach mal so ein bisschen rumgucken. Ich finde das auch süß so mit dem Rentier hier, mit dem Lippenbalsam. Auch super schön so als Geschenkidee für Adventskalender oder Nikolaus. Eine Kleinigkeit mit in den Stiefel reingesteckt. Bisschen Naschi dazu, fertig, ne? Mehr braucht man nicht, ne? Es ist doch eigentlich ganz süß so, finde ich, ja. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu sagt, ne? Habt ihr euch davon schon was geholt, ne? Kann ja auch sein. Oder habt ihr jetzt Bock, euch davon jetzt was zu besorgen? Könnt ihr jetzt vielleicht allerdings zu spät sein? Es tut mir leid, aber wie gesagt, eher konnte ich auch nicht. Ich hatte meine Zahn-OP. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich merke nur noch hier meine Lymphknoten, das merke ich. Das ist hier auch dicke hier, die Seite. Ja, aber das ist normal, ne? Weil jetzt verheilt alles schön, Schmerzen sind weg und der Körper fängt jetzt halt an, die Bakterien so ein bisschen abzuwehren und so, ne? Und dadurch halt durch so eine OP bekommt man dann halt auch mal den einen oder anderen Lymphknoten. Das ist halt so. Noch ist es, aber das wird auch von Tag zu Tag immer ein bisschen besser, ne? So. Und ich hatte jetzt mal wieder Bock gehabt, mal wieder Videos abzudrehen. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Wenn dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben. Und Liebe da lassen, hier zum Schluss blende ich euch ein Playlist von meinen Schminkis. Einfach mal gucken, ne, was es so gibt. Testschminkis oder Haben muss, weil schön oder wo auch immer. Ich glaube, das mache ich mit rein bei Haben muss, weil schön. Genau, kannst du mal gucken. In der Liste, was ich noch haben musste, weil es schön war. Ne? Hier siehst du meinen Kanal. Kannst du völlig kostenlos abonnieren. Würde ich mich richtig mal freuen. Hier siehst du Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage, tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.